Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Ich bin wieder da. Und jedem, den es nicht gefällt, ihr könnt einfach weitergehen. So, jetzt ganz kurz. Und bevor jetzt zu diesem Thema jeder Hans und Franz schreibt, ah, dann fliege ich nicht mehr in die Türkei und. Es geht um Alanya. Nur mal so kurz erwähnt. Alanya. Türkei ist riesig. Wir wissen alle, Deutschland würde dreimal in die Türkei reinpassen. Oder Türkei ist dreimal größer wie Deutschland. Nur mal so erwähnt. Alanya, worum geht es? Wie die Überschrift sagt, die sind wieder, ja, die sind wirklich am drüber nachdenken, machen auch schon mehrere Konzepte. Ein paar werde ich mal hier nennen. Die wollen All-Inclusive abschaffen. Warum ist das so? Und jetzt kommt nicht wieder, ja, wir beobachten immer nur die Russen oder wir beobachten immer nur die. In jeder Nation gibt es solche Idioten, die es einfach machen. Es sind nicht nur Russen, es sind nicht nur Einheimische, es sind nicht nur Engländer, es sind auch nicht nur Deutsche, sondern da sind immer ein paar dabei, die es machen. Und vielleicht sind die gerade aus, nehmen wir jetzt mal Deutschland, aber sprechen Russisch oder sind aus Russland und sprechen Englisch oder. Fragt der Henker was? Also wirklich, ja, oder sind Türken aus Deutschland, aber sprechen Türkisch? Das gilt für jede Nation. Warum wollen die es anschaffen, abschaffen? Anschaffen wollte ich gerade sagen. Abschaffen, weil es wird einfach zu viel verschwendet. Dieses All-Inclusive, ich meine, wir hatten es auch schon beobachtet, Tische vollgehauen, ohne Ende, einfach nur gedeckt. Noch nicht mal ein Viertel davon gegessen. Manche haben gar nichts davon gegessen. Die haben gedeckt, dann kam wohl deren Familienmitglieder nicht, sind sie aufgestanden. Die Angestellten hatten da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gewartet und haben es dann abgedeckt und mussten wirklich in den sauren Apfel beißen, alles wegschmeißen. Was planen die? Mehrere Konzepte, ja. Es gibt so Konzept mit nur Frühstück. Dann gibt es das Konzept mit nur Frühstück und Mittagessen. Oder das Konzept mit nur Frühstück, nur Abendessen. Oder das Konzept mit Frühstück, Mittag, Abendessen. Es gibt gleich noch ein drittes Konzept. Wie soll das vonstatten gehen? Also manche sagen dann, es ist nur ein Getränk dabei. Manche sagen, Getränke sind all-inclusive dabei. Also außer Alkohol. Dass man dann trinken kann, wie viel und was man möchte. Außer Alkohol. Und ja, wie stellen die sich das vor? So, jetzt wird euch Spaghetti vorgesetzt. Nein, natürlich nicht. Frühstück soll so, also von den Konzepten aus jetzt, ja, soll glaube ich noch Buffet bleiben. Sind ja mehrere. Dann, die arbeiten das aber alles auf. Dann, jetzt zum Beispiel mit Mittagessen. Dann gibt es drei Menüs, auch für Kinder, wo man sich dann aussuchen kann von den drei Menüs eins. So. Oder Abendessen dasselbe. Es gibt drei oder vier Menüs auf einer Karte und dann kann man sagen, oh, ich möchte dies oder oh, ich möchte das oder oh, ich möchte jenes. So. Dann gibt es noch ein ganz interessantes Konzept, wo ich eigentlich gar nicht so schlecht fand. Wo aber, denke ich mal, viele von euch schlecht finden werden, schreibt mir das mal in den Kommentaren. Das hört sich jetzt richtig doof an. Ich mag das gar nicht so aussprechen. Essensgutscheine. Also man bekommt dann einen Schein von dem Hotel, wo man in ausgewählte Restaurants reingehen kann. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Kösett, ja? Und wir haben Hotel gebunden. Nur Beispiel. Leute, Beispiel. Beispiel. Ihr nagelt das immer alles so fest. Nehmen wir mal Kösett, weil in Alanya kenne ich jetzt nicht so viele Restaurants, weil wir gehen ja meistens hier. Ich bin im Hotel, sag, ich möchte nicht drinnen essen, sondern ich möchte raus. Ich bin heute sowieso in der Stadt. Nimm meinen Schein, gib den da ab. Die geben mir die Menükarte mit allem, was da drauf ist. Außer ich glaube, die ganz teuren Dinger nicht. Und dann kann man sich das dort bestellen. Finde ich gar nicht so übel. Weil, ja, vielleicht wollen die einen nur einen Chiköfte oder die anderen Lahmacun, aber das eine Rezept hat kein Lahmacun oder.
finde ich, ich glaube, da ist auch ein Hotel schon in Alanya, wo das so macht. Na klar, wurde auf meiner anderen Plattform riesig diskutiert. Also riesig, das fliege ich gar nicht mehr in die Türkei. Ba, 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 ba. Ja, Alanya ist ja auch die ganze Türkei. Wo die aber auch Vorschläge gemacht haben, wo ich aber auch nicht schlecht gefunden habe. Zum Beispiel, wenn man sich den Teller richtig vollhaut, ne, richtig vollhaut und 90% davon übrig lässt, dass der Teller dann wie abgewogen wird und pro 100 Gramm Strafe bezahlt werden muss. So was habe ich noch nie erlebt. Scheint es aber wohl in manchen Ländern so zu geben, wegen Essensverschwendung. Fand ich gar nicht so schlecht. Anderes, dass bei der Essensausgabe jemand steht, wie in der C-Zeit, und das Essen aufgibt. Immer nur, dass du dann sagen kannst, ja so, oder man möchte zum Beispiel Pilau, Reis, dann geben die nur einen Löffel anstatt den ganzen Teller voll. Oder Melone, man bekommt nur ein Stück und dann muss man halt wieder aufstehen und sich noch ein Stück holen. Die Idee fand ich eigentlich am besten. Warum? Erstmal, weil die das Essen ausgeben, nicht jeder Hans und Franz die Kellen anbapscht. Na, dann verbreiten sich weniger hier so Magen und Darm und sonst was. Aber auch desto mehr Angestellte müssen eingestellt werden, die ja das Essen auch ausgeben. Deswegen, also die Idee, dass im Hotel Leute hinter der Theke stehen, bei diesem Buffet, wie in der C-Zeit, und das Essen ausgeben. Damit wirklich nur das und das ausgegeben wird. Ja, das wieder zum Nachteil, die möchten ja eigentlich, dass die Leute mehr in die Stadt reingehen und dass auch die Handwerker bzw. Restaurants alle da beisammen immer ein bisschen von dem Tourismus profitieren. Dann wäre natürlich dieses mit diesem Schein wieder angebracht. Und ich denke mal, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Bonfilet haben möchte, ja, wo jetzt nicht dazugehört, dass man dann sagen könnte, gut, ich bezahle die und die Tele noch extra dazu. Ja, könnte man auch so machen. Also das sind jetzt so die Sachen, wo die jetzt gerade überlegen, es ist in jetzt, dieser Augenblick, nur von Alanya die Rede, nicht von den ganzen anderen. Ich meine, es gibt ja auch Türkei oben. Zonguldak, Mersin, Adana, wo die Leute hinreisen, wo es auch All-Inclusive gibt. Ja, da reden die noch gar nicht darüber. Mich interessiert wirklich für die, die jetzt bis zum Schluss gehört haben, was würdet ihr am besten finden? Ist nun mal so eine Idee. Also das mit der Essensausgabe finde ich eigentlich gut. Aber dann bilden sich wieder extreme Schlangen. Aber das ist egal. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ne? Auch die, die nichts gemacht haben, die müssen dann trotzdem fühlen. Ist so. Nein, das Essen, auch wenn hier sich jeder nur das aufgeben würde, was man isst. Ein Hotel muss ja das Buffet befüllt haben. Also reichlich. Ja, es wird trotzdem sau viel weggeschmissen, auch wenn die Angestellten das nachher essen, was übrig geblieben ist. Es wird trotzdem sau viel weggeschmissen und das ist eigentlich, das dürfte nicht sein. Man sieht ja, wie viele Gäste man hat und wenn man selber ausgibt, die meisten sind dann zu faul, nochmal aufzustehen und. So, euch einen schönen Tag. Morgen kommt ein Bericht, für die, die ganz zu Ende zugehört haben, über Konya, Kulturschock. Wir waren ja in Konya 3 Tage, 2 Nächte dort im Hotel übernachtet. Kann euch keine Videos so richtig reinstellen, nur Shorts, weil ich die natürlich alle so aufgenommen habe, nicht so aufgenommen habe, weil es für meine andere Plattform mehr gedacht war und ist. Aber ich hatte da bei manchen Sachen schon richtig, stand ich wie die Werbung K. War schon erstaunt. So. Bis denn, euch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao, ciao, eure Katja.